Jenke von Willensdorf wurde vielen durch seine krassen und heiß diskutierten TV-Experimente bekannt. Was kaum jemand weiß, sein Sohn Yannick von Willensdorf ist ebenfalls in der Fernsehbranche tätig. Hier sind alle Infos. Jenke von Willensdorf, sein Sohn Yannick von Willensdorf tritt in seine Fußstapfen. Drogensucht, Essstörung, ein Leben in Armut oder Beauty Ops. Jenke von Willensdorf, 57, ist sich für seine TV-Experimente für nichts zu schade. Der Journalist wurde für seine riskanten und teils fragwürdigen Selbstversuche im Fernsehen bekannt, erntet dafür nicht selten auch Kritik. Von 2013 bis 2020 feierte der 57-Jährige mit das Jenke-Experiment riesige Erfolge, doch 2020 war damit Schluss, zumindest bei RTL. Jenke von Willensdorf entschied sich für einen Senderwechsel. Im November desselben Jahres erschien auf ProSieben die erste Folge seiner neuen Sendung Jenke. Die bis heute auf dem Privatsender läuft. Apropos Privat. Über sein Privatleben hält sich Jenke von Willensdorf weitgehend bedeckt. Erst im Sommer 2022 gab der Fernsehmoderator in einer Jenke-Folge, in der sich alles um Depressionen drehte, völlig überraschend das Ende seiner Ehe mit Mia Bergmann bekannt. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Glaubt nicht alles, was ihr in Zeitungen lest. Ich meine jetzt Klatsch- und Tratsch-Zeitschriften. Da steht nämlich zum Beispiel nach jedem Experiment drin, wie glücklich ich mit meiner Frau bin. Dabei sind wir schon seit Jahren getrennt. Als meine Frau und ich uns getrennt haben, da war ich auch in einer extremst emotionalen Situation. Weil ich wieder mal das Gefühl hatte, ich wäre gescheitert. Wieder das Gefühl, ich wäre in alte Muster zurückgefallen. Wieder die Frage, wie zerstörerisch war ich in dieser Beziehung? All diese Fragen. Das macht Sohn Yannick von Willensdorf beruflich. Ob Jenke von Willensdorf mittlerweile wieder in festen Händen ist oder nicht, ist aktuell nicht bekannt. Auch die wenigsten seiner Fans wissen wohl etwas über die Familie des 57-Jährigen, denn aus einer früheren Beziehung hat Jenke seinen Sohn Yannick von Willensdorf, 28, und der hat die künstlerische Ader wohl in die Wiege gelegt bekommen, denn abgesehen davon, dass Yannick auch schon das ein oder andere Mal in das Jenke-Experiment zu sehen war, begann er an der Fachhochschule Dortmund ein Studium für Fotografie und Design. Außerdem soll er laut Bunte als Regisseur arbeiten und bereits Kurzvideos für Vogue oder Nylon produziert haben. Auch bei Instagram ist der junge Mann erfolgreich, denn ihm folgen bereits knapp 11.000 Follower, Stand Mai 2023, sein Sohn fand Jenkes Drogenexperiment albern und peinlich. Über die krassen Fernsehexperimente seines Vaters hat Yannick von Willensdorf offenbar auch seine ganz eigene Meinung.
Papa Jenke offenbarte vor einigen Jahren im Interview mit Bild nämlich, dass sein Sohn seinen heftig diskutiertes Drogen-Selbstversuch albern und peinlich fand. . 2022 nahm Jenke von Wilmsdorf seinen Sohn Yannick sogar mit auf den roten Teppich, beim Deutschen Fernsehpreis erschienen Vater und Sohn Seite an Seite. Während der TV-Star allerdings in einem schicken Anzug und mit einem weißen Hemd erschien, entscheidet sich sein Sohnemann für stylisches, gemustertes Hemd. Ob Vater und Sohn auch in Zukunft gemeinsam auftreten und vielleicht auch vor der Kamera gemeinsame Sache machen werden? Die Fans würde es sicherlich freuen.